Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben neu gestartet in der Folge 15. Darum sind wir immer noch im Jahr 1854 erst. Und das hat diesem Spiel, zumindest diesem Durchgang, gut getan, der Neustart, finde ich. Denn wir sind jetzt wesentlich kosteneffizienter unterwegs. Ich habe darauf geachtet, dass wir uns nirgendwo übernehmen und nur so viele Fahrzeuge übereinsetzen, wie es auch nötig ist. Das macht sich deutlich auf dem Kontostand bemerkbar. Wir sind hier in der Gewinnzone permanent. Wir könnten den Kredit schon anfangen zurückzuzahlen, aber ich möchte die 2,6 Millionen jetzt nicht direkt für den Kredit aufwenden, sondern gucken, dass wir noch weiter expandieren. Und wenn ich mal so hier in die Stadt schaue, die möchte halt gerne Waren und Treibstoff haben. Und wir hatten hier ja schon in der ersten Folge mal so ein bisschen drüber geschaut. Wir haben viel Öl, wir haben eine Raffinerie und wir haben hier oben eine Treibstoffraffinerie. Das ist alles ein bisschen weit weg, aber wir profitieren doppelt. Der Treibstoff geht sowohl nach Mohlsdorf als auch nach Rietz. Das heißt, beide Städte profitieren davon, wenn wir das jetzt fertig machen. Allerdings muss ich das mal eben scharf überlegen. Also Öl hierher, das dahin. Das sind so weite Strecken. Außer das hier. Das hier geht schnell und das ist dann eine Ölquelle, eine Raffinerie und einmal die Treibstoffraffinerie. Das lässt sich locker so anschließen. Das machen wir jetzt mal. Und wie wir den Treibstoff dann in die Städte bekommen, weil das ist wirklich ein weiter Weg, das sehen wir danach. Also den Treibstoff hier runterzufahren nach Rietz, das können wir relativ schnell machen. Aber erstmal fangen wir jetzt an, die Linie mal so einzurichten. Okay. Ja, bekanntes Schema. Zunächst mal eine LKW-Station in der Nähe der Raffinerie. Und eine, der Ölquelle, Entschuldigung, das hier ist die Raffinerie. Und eine halt hier bei der Raffinerie. Boah, und das finde ich ja gar nicht gut, dass wir da so krass ins Gelände reinschneiden müssen. Ich glaube, die hole ich hier auf diese Seite. So, jetzt hat die natürlich den kürzeren Weg hier und den etwas längeren zur Raffinerie. Hätte ich auch hier irgendwo bauen können. Aber nochmal, ich baue eher realistisch. Und das hier kann man natürlich machen, aber Leute, das sieht doch nicht aus so. Also, oder? So, hier ist die Raffinerie. Und jetzt müssen wir hier natürlich erstmal ein Terminal bauen für LKWs. Später werden wir das aber mit Zügen wahrscheinlich abtransportieren, das Zeug. Und ich lasse ein bisschen Platz immer, weil ich möchte die Station erweiterbar haben, nach hinten, also in diese Richtung, falls wir da mal ganz viele Fahrzeuge fahren lassen müssen. So, wir brauchen wieder ein neues Depot. Und das würde ich jetzt hier einsetzen, ne? Obwohl, also wenn ich es hier baue, müssen natürlich die Fahrzeuge, die diese Strecke bedienen, sehr weit fahren. Ich setze es einfach hier in die Mitte, irgendwo dorthin. Hier so an den Wald. Kostet halt Unterhalt, deswegen will ich eigentlich gar nicht so viele Straßendepots bauen. Aber jetzt die Fahrzeuge von da unten zu holen, macht ja auch keinen Sinn. Also, wir kaufen Fahrzeuge. Wir kaufen mal 10 Stück wieder. Und dann bauen wir erstmal eine Linie. Von da nach da. Dann eine Linie von da nach da. So, dieses hier ist Waren, Rohöl, Raffinerie und diese Strecke ist Öl zu Treibstoff, Raffinerie. Und dann nehmen wir die Fahrzeuge hier
und schicken sie auf die Strecke. So, und wenn das Öl einmal hier angekommen ist, dann werden wir Fahrzeuge kaufen, die in diese Richtung fahren. Wir müssen jetzt schon sehen, wie sich hier Öl langsam sammelt. Schauen wir mal. So langsam darf gerne Öl kommen. Hundert produziert die. Unsere Fahrzeuge sind auf dem Weg. Wo bleibt das Öl? Muss ein Fahrzeug erst einmal da sein? Ich glaube ja. In dem Fall können wir aber auch sagen, vollladen. Ach, das ist viel zu wenig, das sehen wir jetzt schon, weil die Strecke einfach so lang ist. Genau wie beim Getreide werden wir da relativ schnell viel mehr Fahrzeuge drauf haben. So, warte mal. Vollladen einer Fracht hat wohl, glaube ich, nicht funktioniert. Öl zu Treibstoff, Rohöl zur Raffinerie, so. Vollladen, hier nicht. So, jetzt bleibt er stehen. Jetzt muss aber auch das Öl kommen. Also es ist im Radius. Oh Leute, macht mich nicht schwach jetzt. Eigentlich Leute! Aber was bin ich denn für ein Vollpfosten? Ernsthaft? Zum Steinbruch? Das Zeug muss doch hier hin. Das darf doch nicht wahr sein. Ups. Kann mir mal einer sagen, warum diese Strecke 218.000 kostet? Wie sieht denn hier die Höhenlinie aus? Also das dürfte nicht so teuer sein. Kostet der Anschluss hier so viel? Dann ist es halt so. Meine Güte. Da habe ich mich ja schön vertan. Unglaublich. Sieht überall schlecht aus jetzt. So, Rohöl zur Raffinerie. Und Öl zur Treibstoffraffinerie.
So, da wollen wir vollladen, passt. Okay, jetzt gibt's auch Öl hier, pass auf. Seht ihr? Der ist vollgeladen jetzt. Das taucht jetzt hier halt nicht wirklich auf, doch da ist es. Und das wird dann direkt mitgenommen. Jawohl! Oh mein Gott! Wie konnte ich denn das? Ich dachte, dass das die Raffinerie ist. Das habe ich einfach schlicht nicht richtig gesehen. So, ist der Weg jetzt hier ein bisschen weit? Ja. Kann man deswegen hier so ein Dreieck... Warum kostet das denn so viel Geld? Ach nee, komm. Ist doch Blödsinn. So, jetzt ist natürlich die Strecke viel länger. Ich habe das falsch gesehen, Leute. Eieieiei. So, gut. Wir produzieren jetzt das erste... das erste Öl. Hier gibt es 8000... Verhältnis ist 2 Rohöl wird 1 Öl. Ja, und wir können jetzt schon sagen, wir brauchen viel mehr Fahrzeuge. Jetzt steht das Depot da hinten, ey, das ist total blöd. Das möchte ich dann bitte abreißen. So. Und dann brauchen wir nochmal... Wie viel haben wir jetzt drin? 8. Ja, 10 haben wir eingesetzt, ne? Ich guck mal eben nach. Zehn. Ach komm. Wir verdoppeln nochmal. So, dass wir 20 Fahrzeuge hier fahren haben. Das müsste eigentlich gehen. So, okay. Ist denn jetzt schon Öl fertig? Ja, natürlich sehen wir das noch nicht. Weil noch nicht kein Abnehmer da ist. Die Linie ist da. Da würde ich sagen, kaufen wir da jetzt auch ein paar Fahrzeuge für. Nehmen wir da auch erstmal 10. Und die kommen dann auf die Route Öl zur Treibstoffraffinerie. Und wir müssen das Treibstoff da, den Treibstoff irgendwann dann auch da abnehmen. Das heißt, die Strecke nach Rietz, die wird jetzt als nächstes folgen. Und das wird halt, ja, das ist eigentlich ist das zu weit für. Man kann das natürlich mit Pferdekutschen machen, aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Wir müssen mal kurz schauen. Hier sind so viele Figürchen. 42, das ist ja genau richtig. Ist der Zug denn auf dem Weg? Ja, okay. Und der fährt übrigens voll. Ja, das können wir alles so lassen. Das läuft und macht einfach Geld. Das ist das Schöne. Gucken wir mal kurz. Ja klar, dass der Zug hier das meiste Geld macht. Das Getreide zur Lebensmittelfabrik ist an Stelle 2. Ich könnte mir vorstellen, aber dass das Öl zur Treibstoffraffinerie jetzt auch bald hier hochrutscht. Und das Rohöl ist ebenfalls schon im Gewinn. Also alle Linien machen Gewinn, bis auf die jetzt gerade eingerichtete. Da können wir doch nicht meckern, oder? Und wir transportieren immerhin 16 von 32 Lebensmitteln. Das heißt, wir könnten noch ein bisschen mehr Getreide gebrauchen, oder? Sehe ich das falsch? Mal kurz schauen hier. Oh, weia. Es ist eher so, dass wir noch ein paar... Fahrzeug. Jetzt muss ich mal schauen, wie sich das auf Blossin auswirkt. Also, oh, also erstmal, boah, das bringt richtig viel. Plus 50% Wachstum hier, also plus 90. Und wir liefern 33 von 71. Wir können also die Schlagzahl noch erhöhen. Das heißt, Lebensmittel nach Blossin, 1, 2, 3, 4 Stück dazu. Dann fahren da jetzt 12 Fahrzeuge.
Wir brauchen aber mehr, weil wir schon 100% transportieren. Wir brauchen vor allem mehr hier. Jetzt muss ich mal eben schauen. Hier liegen 90. Ja. Da machen wir das da auch. Getreide zur Lebensmittelfabrik. Da fahren jetzt 18. Gehen da auf 24 hoch. Da müssen wir nur schauen, ob es hier irgendwann zu voll wird. Jetzt schauen wir hier oben nach. Das erste... Ja, die ersten kommen schon an hier mit Öl. Nee, da ist gar kein Öl drauf. Aber es ist Öl gelagert. Und das wird jetzt nicht abgeholt, weil die Fahrzeuge alle da oben sind und... Die haben alle nichts dabei. Was ist da denn los? So, wartet. Öl zur Treibstoffraffinerie. Passt. Warum haben die nichts mitgenommen? Das ist ja nicht seit gerade eben erst da, oder? Hier mir noch mal schnell ein paar Fahrzeuge. Ich möchte mal eben sehen, ob die das jetzt mitnehmen hier. Ja, okay. Dann war wahrscheinlich einfach noch nichts produziert und ich habe die ersten Fahrzeuge einfach eine Spur zu früh losgeschickt. Kommen jetzt auch gleich alle zurück, also Abtransport ist gewährleistet. Gut. So, kurze Kontrolle, wie es hier aussieht. Also 3 Millionen haben wir inzwischen, also wir machen definitiv Gewinn. Ja. Das sieht alles sehr gut aus. Und wichtig ist halt, dass es hier keinen Stau gibt und das ist momentan auch nicht der Fall. Aber wir müssen noch mehr produzieren, das heißt, wir müssen noch mehr Getreide anliefern. Gucken. 70 Einheiten noch da. Transportieren jetzt die Hälfte ungefähr. Was nichts anderes bedeutet, als wenn wir jetzt die Anzahl genau verdoppeln, also auf 48 Fahrzeuge gehen, dann müsste es ungefähr passen. Aber das finde ich ein bisschen krass. Ich würde sagen... Acht Stück mal dazu. Und dann müssen wir den hier ein bisschen erweitern, sonst staut es sich langsam auf. Okay. So, jetzt Kontrolle, wie es hier läuft. Da wird jetzt abgeliefert und zwar voll. Und das bringt uns dann 13.000. Sehr nett. Und das ist die erste Einheit, glaube ich, die erste Lieferung. Sehr schön. So,
wie kriegen wir das jetzt runter nach Rietz? Und wie kriegen wir es dann vor allem weiter nach Molsdorf? Natürlich mit einer Zugverbindung. Das heißt, wir werden jetzt als nächstes einen Bahnhof in Rietz bauen und eine Linie von Molsdorf nach Rietz. Und dann werden wir im zweiten Schritt gucken, dass wir eine Linie hier hochkriegen. Ich setze mal den Bahnhof hier schon rein. Muss mal eben was prüfen. Wir haben hier noch Scheldorf und Neuharlinger Siel. Das werden wir von Molsdorf anfahren. Also quasi hier einmal dahin, also abzweigend. Und dann wahrscheinlich von Rietz weiter noch nach Scheldorf. Das heißt, wir werden den Bahnhof hier reinsetzen. Ist alles Wohngebiet hier. Dann werde ich den Bahnhof hier hinsetzen. 120 Meter bleiben wir erstmal bei. Ja, Moment. Nicht vergessen, dass wir erst die Tramstation wollen. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Den hier können wir nämlich eigentlich schon direkt zweigleisig machen. Ja, wobei. Klar, wir wollen ja weiter nach Scheldorf, aber wir müssen ja auch den Treibstoff anliefern. Ne, wir machen erstmal nur die Personenanbindung. Das wird später ein kombinierter Güterbahnhof natürlich auch noch sein. So, jetzt den Bahnhof nach Molsdorf. Den Bahnhof in Molsdorf erweitern. Zweites Gleis. Ja, das heißt, wir machen das Gleis in die Mitte. Dann die Plattform. Und ein Dach gibt es auch noch drüber. Die Überquerung ist hier schon drin, also hier ist schon so ein unterirdisches Ding. Das brauchen wir jetzt also nicht mehr. Und jetzt müssen wir natürlich hier raus auf dieser Seite. Und jetzt schaut euch mal das Problem an hier mit dem Höhenunterschied. Das kann jetzt ein bisschen teuer und umständlich werden. Schauen wir mal. Ja, das können wir alles abreißen hier. Boah! Ich kann ja mal versuchen, ob ich hier mit einer Brücke rauskäme. Sowas ginge da. Sehr steil. Ich muss hier mal ein bisschen das Gelände anpassen. Okay. Weiter geht's mit dem Gleis. Nach Rietz.
Da will er einen Tunnel haben. Oh ja, ich sehe warum. Schaut euch das an. Das sieht man ja erstmal so gar nicht, weil da so viel Wald drüber ist, über dieser Bergkuppe. Es ist auf jeden Fall eine teure Strecke. Und leider auch eine recht langsame dann von den Höchstgeschwindigkeiten. Okay. Ich hätte es schöner gefunden, hier unten herzufahren. Wäre wahrscheinlich, wenn wir hier einmal einen Tunnel gebaut hätten, vielleicht sogar günstiger gewesen, als uns hier komplett durchzuarbeiten. Aber ich finde es so auch schön. Das ist wahrscheinlich eine sehr schöne Mitfahrstrecke, müssen wir mal schauen. Und da wir im Moment eh langsame Züge haben, vor allem, ist das auch nicht schlimm, wenn wir das mal so bauen. So, wir haben das Gleis da. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, dass wir hier auch rüberkommen. Vom Depot aus. Und dann gibt es jetzt erstmal den D1-3 und ein paar Wagen dazu, und da gehen wir auch mal auf 42, hoppla, auf 42 für 1,2 Millionen. Jetzt mal wieder unter einer Million Kapital, aber das kriegen wir schnell wieder rein. Und wir richten noch eine Linie ein, damit wir das Ding auch benutzen können, von Molsdorf nach Rietz. Wenn ich jetzt noch auf neue Linie geklickt hätte, wäre es perfekt gewesen. So, IC, Molsdorf, Rietz. Das hier ist Molsdorf, Hauptbahnhof. Das hier ist der sehr volle Blossin Hauptbahnhof. Das hier ist Rietz Hauptbahnhof. Vielleicht mache ich es auch doch so, dass hier später noch ein Güterbahnhof extra reinkommt. Das weiß ich noch nicht. Okay. So, die Linie steht. Der Zug kann gekauft werden. Es ist sogar ein guter Zeitpunkt, weil der Molsdorf-Express gerade zur anderen Seite fährt. Molsdorf-Rietz, auf geht's.
Da fahren wir mal mit. Gucken uns die Strecke mal an. Wir müssen noch den ÖPNV in Riez machen, das ist mir wohl klar. Hier wartet jetzt halt auch noch keiner. Der Zug wird wahrscheinlich streckenweise langsam sein, weil wir starke Steigungen haben. Gut, dass das kein Güterverkehr ist. Ja, das ist, wie ich schon gedacht habe, eine schöne Mitfahrstrecke hier durch den Wald. Da werden wir langsamer jetzt. Oh, jetzt safe der natürlich gerade ausgerechnet. Gut. Also hier wird er langsam. Das ist echt eine blöde Steigung. Das wird auf dem Rückweg hier auch passieren. Da ist wieder eine Steigung. Geht aber alles noch. Ach, der Fels, der ist aber im Weg da. Und dann sind wir schon da, in Riez. Hier warten Leute, das ist ja fantastisch. Die fahren direkt mit 6 Stück immerhin. Ja, und das schon ohne ÖPNV. Den Fels da, den nehme ich mal eben weg. Den finde ich etwas gefährlich. So, okay. Dann lasst uns den ÖPNV in der nächsten Folge machen und gucken, dass wir ja zumindest uns anfangen, Gedanken zu machen über die Treibstoffstrecke hierher. Ob wir einen extra Bahnhof dafür machen. Treibstoff muss natürlich hierhin. Den müssten wir sonst intern auch noch verteilen. Ja, mal schauen, ich weiß noch nicht. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.